Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Bürgertreff Gesundheit Hannover Naturheilkunde. Heute zum Thema Diabetes heilbar? Fragezeichen. Wir nehmen dazu den Bildschirm. Und weisen zunächst auf diese Literatur hin. Ein Buch in deutscher Übersetzung von dem Original von Dr. Neil Barnard. Dr. Neil Barnard ist Assistant Professor an der Medizinischen Universitätsabteilung der George Washington Universität in Washington, D.C. Es ist erschienen bei Unimedica. Wir wollen heute uns nicht sehr lange mit diesem Buch aufhalten. Ich nehme einfach jetzt für die Laien unter Ihnen, die sich mit Diabetes mellitus Typ 2 nicht auskennen, ein kurzes Zitat. Ärzte diagnostizieren Diabetes, wenn sie Diabetes-Symptome, häufiges Urinieren, ungewöhnlichen Durst, unerklärlichen Gewichtsverlust feststellen und ihr Blutglukosespiegel bei 200 Milligramm pro Deziliter oder 11,1 Millimol pro Liter, je nach Messmethode, oder höher liegt. Unabhängig von der Tageszeit und ob Sie gerade gegessen haben oder nicht. Oder alternativ, wenn Ihr Blutglukosespiegel nüchtern 8 Stunden nach Nahrungsaufnahme bei 126 Milligramm pro Deziliter, entsprechend 7,0 Millimol pro Liter oder höher liegt. Ihr Arzt wird dies als vorläufige Diagnose ansehen, bis sie durch eine ähnliche Untersuchung an einem anderen Tag bestätigt wird. In einigen Fällen machen Ärzte einen Glukosetoleranztest, bei dem sie einen Sirup mit 75 Milligramm Glukose trinken. Wenn ihr Blutglukosewert 2 Stunden später 200 Milligramm pro Deziliter, entsprechend 11,11 Millimol pro Liter oder mehr beträgt, wird Ihr Arzt Diabetes diagnostizieren. Eine normale nüchtern Glukose, also bei Gesunden, liegt bei unter 100 Milligramm pro Deziliter, entsprechend 5,6 Millimol pro Liter. 2 Stunden nach einem Glukosetoleranztest sollte der Wert unter 140 Milligramm pro Deziliter gleich 7,8 Millimol pro Liter liegen. Wenn Ihre Werte über dem Normalbereich liegen, aber nicht hoch genug sind, um Diabetes zu diagnostizieren, wird Ihr Arzt Prädiabetes diagnostizieren, gestörte Glukosetoleranz, die häufig einer späteren Diabetesdiagnose vorausgeht. So viel aus Seite 16 des Buches von Neil Barnard. Ich kann ja mal kurz den Blick ins Buch aufmachen zum Inhaltsverzeichnis, damit Sie ein Gefühl kriegen, was es bei diesem Buch zu lesen gibt. So, das wäre jetzt die Vorseiten. So, und da ist dann der Inhalt. Es geht also, die Grundlagen der Diabetesforschung haben sich geändert. Typ 2 Diabetes kann sich zurückbilden, eine Revolution bei Typ 1 Diabetes und dann das Programm. Und das andere können Sie sich bei Amazon alles in Ruhe selber anschauen. Wir gehen aus dem Buch, Blick ins Buch heraus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dr. Barnards revolutionäre Methode gegen Diabetes, Diabetes heilen ohne Medikamente, wissenschaftlich bewiesen. Damit wir uns richtig verstehen, das Buch basiert auf harter medizinischer, also schulmedizinischer Wissenschaft. Wir reden hier also nicht wirklich über naturheilkundliche Forschung, die mit Doppelblindstudien ja bekanntermaßen nichts am Hut hat. Hier wurde also zwar nicht doppelblind, weil das bei Ernährungsstudien ja fast nie funktioniert, aber es wurde auch wissenschaftlich sauber gearbeitet. Und wir gucken uns jetzt mal dazu das Angebot beim Bürgertreff Gesundheit an. Also natürlich unser Standardwerk von Linus Pauling, wie man länger leben kann und sich besser fühlen kann, wenn man bestimmte Regeln einhält, aber es ist heute nicht unser Thema. Wir wollen mal versuchen,
den Dr. Schnitzer mit ins Boot zu holen. Wir haben hier auf der Homepage btgh.vonabiswe.de eine Filmliste angelegt. Und da geht es also um Diabetes im zweiten Video. Da 29 Minuten, dann im dritten Video um Diabetes und andere Krankheiten und dann das Märchen von die Diabeteslüge im siebten oder sechsten Video. Wir empfehlen Ihnen also diese Schnitzer-Vorträge auf Deutsch, alles auf Deutsch heute. Und da können Sie sich weiter informieren. Jetzt gucken wir nochmal zurück in das Buch und gehen auf dem Bildschirm raus, also nochmal aus dem Buch von Professor Dr. Neil Barnard. Hämoglobin A1c, ein Laborwert in Diabetesfällen. Zitat, wie Sie bereits gelesen haben, diagnostizieren Ärzte Diabetes anhand ihrer Blutglukosewerte. Und diese kontinuierlich zu kontrollieren, ist wichtig, um die Wirksamkeit von Ernährung und Medikamenten beurteilen zu können. Aber auch wenn Glukosemessungen hilfreich sind, zeigen sie nur ihren Status zur Zeit des Tests an. Der beste Weg, ihren Zustand langfristig zu beurteilen, ist es, ihren Hämoglobin A1C-Wert, abgekürzt HbA1c, zu bestimmen. Das ist also ein Laborwert. Dies ist die wichtigste Methode, um Ihre Fortschritte bei der Diabeteskontrolle zu überprüfen. Hämoglobin ist das Pigment, das den roten Blutkörperchen die Farbe verleiht und dessen Aufgabe es ist, Sauerstoff zu transportieren. Der HbA1c-Test ermittelt, wie viel Glukose von Ihren roten Blutkörperchen aufgenommen und an Hämoglobin gebunden wurde. Weist Ihr Blut viel Glukose auf, wird ein beträchtlicher Teil von Ihren Zellen aufgenommen und an Ihr Hämoglobin gebunden. Wenn sich wenig Glukose in Ihrem Blut befindet, hat Ihr Hämoglobin viel weniger, an das es sich binden kann. Da rote Blutkörperchen relativ kurz leben, ungefähr 4 Monate, zeigt dieser HbA1c-Test, wie gut Ihr Blutzucker die vorangegangenen 3 Monate eingestellt war. Es wird angestrebt, Menschen mit Diabetes unter 7% HbA1c zu drücken. Studien zeigen aber, dass geringere Werte das Komplikationsrisiko senken. Daher ist der heutige Expertenstand mittlerweile Werte von 6,5 oder sogar 6% zu erreichen. So, jetzt zu unserem konkreten Fall. Eine wissenschaftlich nicht untersuchte Angelegenheit, sondern aus unserer Bürgertreff Gesundheit Hannover Beratungspraxis. Wir hatten einen konkreten Beratungsfall. Der Ratsuchende in unserer ehrenamtlichen Telefonberatung war ziemlich leidensgeprüft. Er hatte nicht nur Diabetes 2, sondern auch Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen. Auf die beiden letzteren Probleme gehen wir in einem gesonderen Video ein. Wir werden heute Nachmittag noch ein Video machen zu Strophantin als Therapieeinsatz bei Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen. Aber jetzt geht es uns zunächst mal um die erste Belastung unseres Ratsuchenden, der mit Diabetes mellitus in unsere Beratung gestolpert ist. Und er hatte Werte von 7, irgendwas HbA1c, also ziemlich massive schlechte Werte. Und das Ziel war jetzt, ihn in die Totalremission in seinem Diabetes zu bringen. Wenn Sie dem Protokoll von Dr. Neil Barnard in seinem Buch Diabetes heilen ohne Medikamente folgen, dann ist das möglich. Das haben wir dann unserem Ratsuchenden auch gesagt, dass er seinen Diabetes in die Totalremission bekommen kann. Dr. Neil Barnard, also Professor Dr. Neil Barnard, legt Wert darauf, festzuhalten, dass es unklar ist, ob mit seinem Therapiekonzept und Therapieprotokoll
der Diabetes gewissermaßen aus dem Körper komplett verschwindet. Er geht vorsichtshalber davon aus, dass der Diabetes nur um die Ecke marschiert ist und beim ersten Verstoß gegen die neuen Lebensstilregeln dann wieder schnell auf der Bühne erscheint. Also wenn Sie diesem Protokoll folgen, dann heißt das eine Lebensumstellung für Ihr restliches Leben. Dazu gehören Ernährungsansätze im Sinne von Dr. Georg Schnitzer. Barnard und Schnitzer sind da auf der gleichen Schiene. Und wir gucken uns jetzt mal darauf hin, an, was wir in unserer Ernährungsberatung und in unserer ehrenamtlichen Telefonberatung diesem konkreten Ratsuchenden geraten haben. Nun, das ist ganz einfach. Die erste Voraussetzung für die Änderung des Lebensstils ist Kenntnis. Wir empfehlen auf Deutsch das Buch von Dr. Joel Fuhrmann, Eat for Health. Das ist ein Ernährungsratgeber, wie man Krankheiten beseitigen kann oder zumindest in Remission bringen kann, wie bei Diabetes. Es ist ungefähr der gleiche Ansatz von Dr. Fuhrmann wie bei Dr. Barnard. Wir empfehlen eben für unsere Telefonberatung generell immer das gleiche Buch, damit die Dinge einfacher werden in unserer Beratung, weil unsere Beratung dann auf dieses Buch Bezug nehmen kann. Es handelt sich also um eine pflanzenbasierte Vollwertkost. Vergleichbar, wenn man sie als Intensivkost bei schweren Krankheiten wie Diabetes 2 einsetzt, nach Dr. Georg Schnitzer. Hier nochmal der Link zu dieser Filmliste, damit Sie das dort finden. Hier haben wir also einen Link zu Joel Fuhrmann und seinen Erfahrungen mit Umstellungen von Ernährung. Dr. Joel Fuhrmann war ja der berühmte Arzt, der Joe Cross bei seiner schweren Urtikaria begleitet hat. Joe Cross hat ja seine Urtikaria, die sehr, sehr schwer war und eigentlich als unheilbar gilt, komplett in Remission bekommen durch Ernährung und Supplemente und insbesondere durch eine 60 Tage lang nur frisch gepressten Grünsaft, aber das ist heute nicht unser Thema. Also wir empfehlen eben für solche Fälle wie unseren Ratsuchenden schwerer Diabetes 80% Rohkost täglich mit Bioland-Pellkartoffeln und gekochten Hülsenfrüchten, zusätzlich gedünstete oder gebratene Pilze. Fuhrmann macht natürlich nur gedünstete Pilze, um das Fett zu vermeiden. Zwiebeln, Nüsse und Samen, insbesondere frisch geschroteten Leinsamen. Wir haben also unserem Ratsuchenden gesagt, wollen Sie gesund werden oder zumindest in Totalremission mit Ihrem Diabetes 2? Sagt er, ja, will ich auf jeden Fall. Mir geht es auf den Geist. Ich will so nicht weiterleben. Ich habe jetzt Diabetes 2, ich habe Bluthochdruck, ich habe Herzrhythmusstörungen und ich habe 12 Tabletten pro Tag, die ich von meinen schulmedizinischen Ärzten verschrieben bekomme. Das ist alles keine gute Idee. So, ergänzt wird dann dieses Ernährungsprotokoll durch Vitamin D mit mehr als 10.000 Einheiten, Vitamin K2, MK7 mit 400 Mikrogramm, Vitamin C, Magnesium, Sie können das alles hier lesen, ich mache das mal größer. Also das war jetzt falsch. So, mal gucken, ob wir es jetzt wieder finden. Ja, tägliches, wir haben also ihm geraten, er soll strikt seinen Ernährungsstil in Richtung Intensivkost nach Schnitzer für mindestens 3 Monate umstellen. Das hat er interessanterweise gemacht. Normalerweise machen wir die Erfahrung, dazu haben die meisten Ratsuchenden keine Lust. Das Leben ist so schön, das Steak schmeckt so gut, also ändern Sie Ihren Lebensstil nicht und bleiben deswegen natürlich auch chronisch krank und der Diabetes geht auch nicht weg. Aber hier war es anders. Zu unserer größten Überraschung, es war der erste Ratsuchende, der unseren Rat befolgt hat, denn die meisten Leute machen das nicht. Wer stellt schon um auf vegane Vollwertkost für 3 Monate und dann anschließend muss das im Prinzip mehr oder weniger beibehalten, nur wird dann aus der Intensivkost die Schnitzer Normalkost. Wir gehen gleich mal nochmal zu Amazon, um zu gucken, was es von Schnitzer noch an Büchern gibt. Es ist vergleichbar den Bruker-Büchern, also Max Otto Bruker ist auf einer ähnlichen Schiene unterwegs gewesen. Also nochmal 10.000 Einheiten Vitamin D. Cholecalciferol. Vitamin K2, MK7 muss man immer dazu nehmen, da sind wir uns völlig sicher. Und die Schwätzer draußen, die sagen, man könnte das Vitamin D hochdosieren oder ohne Vitamin K2, die haben einfach nur keine Ahnung aus unserer Sicht und schaden ihren Ratsuchenden auch. Also Vitamin K2, MK7, mindestens 400 Mikrogramm.
Das können Sie bei verschiedenen Anbietern natürlich erwerben. Wir haben uns dazu entschlossen, nur noch einen Anbieter oder zwei, drei dazu als Internetanbieter verantwortlich zu empfehlen, wo wir Bescheid wissen, wo wir wissen, dass das drin ist, was außen drauf ist, ohne dass wir mit dieser Firma irgendwelche finanziellen Berührungen hätten. Also wir nehmen für Vitamin D in der Kombination, da gibt es also ein Mittel, 20.000 Einheiten mit 200 Mikrogramm Vitamin K2, MK7 kombiniert. Das ist für Leute, die das mehr als sehr ernst nehmen. Mehr als heißt nämlich, dass es auch Leute gibt, nicht zuletzt auch mit denen wir Kontakt haben, die eben 20.000 Einheiten Vitamin D pro Tag einnehmen, wo ihr Hausarzt dann schon einen Herzinfarkt kriegt, weil er gar nicht mehr versteht, wovon diese Patienten reden und Angst hat, dass sie in irgendeine Hyperkalzämie abrutschen. Das liegt daran, dass diese Ärzte halt die Forschung zu Vitamin D nicht kennen. Inzwischen sind die Experten in der Vitamin D-Forschung sogar so weit wegen Covid, dass sie einen Laborwert von 100 bis 120 Nanogramm pro Milliliter, 100 Nanogramm sind 250, 100 Nanogramm sind 250, genau 250 Nanomol pro Liter. Das ist also oberhalb des früher angenommenen Toxizitätswert. Der Toxizitätswert verschiebt sich ständig nach oben. Also man kann es auch so sagen, wenn Sie auch bei der Gabe von 20.000 Einheiten Vitamin D darauf achten, dass Sie ungefähr 600 Mikrogramm K2, MK7 oder ein Kombinationspräparat mit Vitamin K2, MK4 und MK7 einnehmen. Dazu können wir mal ins Internet gehen. Also die Kombinationspräparate gibt es in Deutschland selten. Wir gehen dann zu Life Extension Foundation Europe. Das ist eine amerikanische Stiftung, die viel Forschung betreibt und eben Nahrungsergänzungsmittel und Supplemente herstellt. Und wenn wir dort das Wort Supercar, blöder Begriff, ist nicht zu ändern, ist deren Marketingstrategie, Supercar eingeben, dann bekommen wir hier das Supercar. Das Supercar hat folgende Variante, dort ist eben, und das ist ganz wichtig, dort ist MK4 zusätzlich in jeder Kapsel drin. Der Unterschied ist der, ich mache das mal größer, registrieren wollen wir uns eigentlich nicht, als Technik. So, da gibt es also dann die Möglichkeit zu gucken, die Zusammensetzung und dieses Supercar hat eben 2600 Mikrogramm K-Aktivität aus Vitamin K1, das besprechen wir jetzt nicht, Vitamin K2 als Menakinon 4000 Mikrogramm und das MK7 mit 100 Mikrogramm. Wenn Sie jetzt sich klar machen, gehen wir wieder raus, wenn Sie sich jetzt klar machen, wir haben also, gehen wir zurück auf den BTGH-Seite, wir wollten ja hier das diskutieren, Vitamin D3, Vitamin K2. Also, es ist ausreichend nach der aktuellen Forschungslage zur Vitamin K2-Forschung, wenn Sie Vitamin K2 MK7 einnehmen. Und das ist in dem Produkt von Sande Natural. Können wir auch mal im Internet gucken, wenn Sie Sunday oben in die Adressleiste, also das englische Wort für Sonntag, eingeben, dann sind Sie relativ schnell. Mir ist es schon vorgespeichert bei der Firma sunday.de. Da habe ich jetzt noch meine Magnesiumgeschichten, ne? Da ist Vitamin C noch drin. Jetzt gehen wir mal auf Vitamine. So, Vitamin D. Hier ist also dann das Vitamin D in der Kombination zu finden. Dauert ein bisschen besser so. Und hier finden Sie also jetzt dieses Produkt, von dem ich geredet habe: Vitamin D3 plus K2 MK7, 20.000 Einheiten plus 200 Mikrogramm Ortrans, 120 Kapseln. Das soll wohl einmal pro Woche eingenommen werden. Das ist natürlich nicht das, was wir empfehlen. Es ist so. Der Mensch in jungen Jahren, wenn er 25 Jahre jung ist und sich mittags im Juni, Juli in die Mittagssonne legt und es ohne Sonnenschutzmittel sich voll von der Sonne bestrahlen lässt, dann bildet er im Normalfall, wenn er kerngesund ist, zwischen 20 und 25.000 Einheiten Vitamin D Cholecalciferol durch seine Haut. Das wird dann in der Leber für den Knochenstoffwechsel umgewandelt, hydroxyliert. Und es geht aber auch viel Cholecalciferol direkt in die Immunzellen. Und wir empfehlen ja das Vitamin D nicht nur wegen dem Knochenstoffwechsel, um Osteoporose zu vermeiden, sondern wir empfehlen vom Bürgertreff Gesundheit Hannover auch Vitamin D in Kombination mit Vitamin K2.
um die Immunität, das Immunsystem zu stärken und zu stabilisieren. Und witzigerweise gibt es Forschung aus Utah, dass das Vitamin D sogar die Endothelzellen der Blutgefäße stabilisiert und verbessert. Also das ist alles noch sehr im Fluss. Da gibt es ganz moderne Forschung dazu. Wichtig ist nur, dass die Funktionalmediziner international heute den Vitamin D-Spiegel, den man als 25 OHD-Wert im Labor misst, anstreben von 100 bis 120 Nanogramm in Covid-Zeiten. Also das ist eine interessante Entwicklung. Als ich vor 10 Jahren zum ersten Mal mich mit der Vitamin-D-Forschung auseinandergesetzt habe, auch aus eigener Betroffenheit. Ich habe damit einen ganz schweren Heuschnupfen weggekriegt, der immer mit Kortisonspritzen behandelt werden musste, immer früher. Ich habe seitdem keinen Heuschnupfen mehr, seit 10 Jahren Heuschnupfen, alles weg, die ganzen, und die Allergien generell habe ich mit diesem schlichten Produkt Vitamin D unter Kontrolle gekriegt. Nun ergänze ich das täglich privat natürlich mit sehr viel Vitamin C und sehr vielen anderen Sachen. Das wollen wir heute nicht diskutieren. Zurück zu Vitamin D. Also, ich persönlich nehme täglich eine von diesen Kapseln ein, ohne dass ich Ihnen das empfehle. Ich kann Ihnen das nicht empfehlen, weil wenn Sie oberhalb von 10.000 Einheiten Vitamin D einnehmen, müssen Sie sich auskennen. Da müssen Sie wirklich Ahnung haben, was Sie tun. Sonst, wenn Sie ahnungsfrei, sich selber helfen wollen, also ohne Fachkenntnisse, dann sollten Sie bei 10.000 Einheiten stehen bleiben, und da können Sie natürlich bei Sunday Natural auch Produkte finden. Wie Sie hier sehen, gibt es hier also Dosierungsmöglichkeiten von 2.500 bis zum 5.000, 10.000. Sie können also hier das für Sie Passende nehmen. Wir empfehlen jedem Ratsuchenden prinzipiell mindestens 10.000 Einheiten zu nehmen, weil das nach neuester Forschungslage völlig ungefährlich ist. Sie können damit den Toxizitätswert von 200 Nanogramm nicht erreichen. Das schafft niemand. Ich habe es auch ausprobiert mit so niedrigen Dosierungen. Das geht nicht. Ich habe selbst mit 20.000 Einheiten täglich es nicht geschafft, oberhalb von 100 zu kommen, 100 Nanogramm pro Milliliter. Ich habe es dann, als ich mal so 4 Wochen lang 40.000 pro Tag genommen habe, dann bin ich wenigstens auf 138 Nanogramm hochgeschnellt, aber das ist auch immer noch weit weg von der Hyperkalzämie-Toxizitätsgrenze von 200 Nanogramm. Also man muss natürlich, wenn man hochdosiert, wie ich das mache, regelmäßig Labor machen. Ich messe also ständig meinen Kalziumwert, um zu wissen, ob ich irgendwas falsch mache, und ich mache da eben nichts falsch. Mein Kalziumwert ist seit 10 Jahren im Normbereich, seitdem ich das kombiniere. Also hier zusammengefasst: Vitamin D3, Cholecalciferol immer in der Kombination mit Vitamin K2, MK7. Nur dieses MK7 hat Sunday Natural im Angebot. Wenn Sie das MK4 dazu haben wollen, das eine Halbwertszeit von 3 Stunden hat. Das MK7 hat eine Halbwertszeit von 72 Stunden. Da haben Sie also eine gute Dauerversorgung. Wenn Sie aber täglich mehr für Ihre Gesundheit tun wollen, dann sollten Sie sich mit MK4 und der diesbezüglichen Forschung auseinandersetzen. Jetzt gucken wir mal, wo Sie Forschung finden. So, wir gehen jetzt zum Abschluss. Also erstmal schließen wir den Fall unseres Ratsuchenden an, ab der ja mit Diabetes 2 und den hohen Werten in die Praxis, in unsere Beratungstelefonpraxis kam. Der hat es eingehalten. Er hat die voll pflanzenbasierte Vollwertkost nach Joel Fuhrmann und Professor Dr. Neil Barnard konsequent mit 80% Rohkost für 3 Monate gemacht. Er kam im September am Telefon daher, und jetzt schreiben wir Mitte Dezember, Oktober, November, Dezember, 3 Monate, und sein Wert ist Hämoglobin A1c ist 5,7. Das ist noch nicht das Optimum, aber es ist praktisch schon gesund. Er hat allerdings auf unseren Rat eben auch diese Supplemente eingenommen. Er hat D3 20.000 pro Tag gemacht. Das haben wir jetzt aber abgesetzt, weil er wie Sie ahnungslos ist, und deswegen darf er jetzt selbstständig nur noch mit 10.000 weitermachen. Wir haben ihm allerdings geraten, es sich ausführlich zu informieren, und wir zeigen Ihnen gleich, wo Sie sich auch ausführlich informieren können über alle diese Supplemente. Er nimmt zusätzlich Vitamin C, er nimmt Magnesium, die Magnesiumforschung. Wollen wir mal gucken, ob ich das finde. Es soll eine Gesellschaft zur Magnesiumforschung geben. Wir haben neulich einen Fachvortrag von einem Chefarzt aus Herne uns dazu angesagt. Gesellschaft Magnesiumforschung. Und die haben herausgefunden, dass man vernünftigerweise Magnesium sehr, sehr viel höher dosieren. Da ist sie schon, Magnesiumgesellschaft. Da ist sie. Und da können Sie sich ausführlich
Gesellschaft für Magnesiumforschung informieren. Der Chefarzt hat in diesem Vortrag im Prinzip gesagt, therapeutisch so 1000 Milligramm Magnesium könnte oftmals eine gute Idee sein. Er hat es allerdings diskutiert vor dem Hintergrund von Bluthochdruck und Blut- und Herzrhythmusstörungen. Aber wir haben in unserer Beratungspraxis schon lange die Erkenntnis umgesetzt, dass die Deutschen fast alle unter einem Magnesiummangel leiden. Und vor allem ist Magnesium ein Kofaktor für Vitamin C. Und wenn ich also 6000 Milligramm Vitamin C oder mehr einnehme, dann brauche ich eben mindestens 600 Milligramm Magnesium. Und in diesem konkreten Fall, unser Ratsuchender vom September 2021 hat unseren Rat befolgt und nimmt also 10 Kapseln von Sande Natural mit elementarem Magnesium. Er nimmt Magnesiumcitrat, eine preiswerte organische, gut resorbierbare Variante. Dann nimmt der Vitamin B12. Das muss man bei veganer Ernährung zwingend machen. Wenn Sie als Veganer B12 vernachlässigen, werden Sie richtig krank. Also er nimmt, seitdem wir ihn beraten, Vitamin B12 mindestens 2000 Mikrogramm pro Tag. Er nimmt wegen des massiven Selenmangels in Deutschland und auch zur Covid-Prophylaxe Selen mit mindestens 200 Mikrogramm am Tag. Er nimmt Zink mit 50 Milligramm pro Tag. Er nimmt wegen des Omega-3-Spiegels Norsan-Algenöl 2 Esslöffel pro Tag. Einmal pro Woche nimmt er Jodoral, gelegentlich Alpha-Liponsäure, um die Leber zu entgiften und OPC und so weiter. So, jetzt wollen wir Ihnen zeigen, zum Abschluss dieses Videos, wie können Sie sich selbst informieren, damit Sie autonom werden und Ihren eigenen Bürgertreff Gesundheit gründen können. Hier einige Informationen, die Sie sich angucken können, wenn Sie Vitamin-C-Experte werden wollen. Das Buch dazu, Ascorbe, The Science of Vitamin C. Dann Heilerde, ein Produkt, wir empfehlen CEO Natura, wenn Sie Heilerde nehmen wollen, um zu entgiften. Dann Informationen, warum Haushaltszucker giftig ist, von Professor Lustig aus Kalifornien. Dann hier also einiges Fragen und Antworten zu Vitamin D3. Das muss, wenn Sie Fachmann werden wollen und Ihren eigenen Bürgertreff gründen wollen, dann bitte schön alles lesen und verinnerlichen. Dann gibt es eine Experten-YouTube-Liste, die wir angelegt haben, damit Sie sich informieren können. Da wird vor allem Professor Spitz Ihnen auf Deutsch mehrfach über den Weg laufen. Dann haben wir Strophantin für Herz-Kreislauf-Kranke, da gehen wir in einem gesonderten Video heute Nachmittag drauf ein. Dann hier die Rubrik Wege zur Gesundheit. Also ein Workshop, den wir veranstaltet haben, den Sie sich antun können zu Vitamin C, ein halbtägiger Workshop zu Vitamin C. Dann Wildkräuter, grüne Säfte. Dann hier die Informationen des berühmten Dr. Robert Cathcart aus Kalifornien, der 25.000 Patienten mit Vitamin C traktiert hat und gute Erfolge hatte. So, Filmlisten, so Vitamin C, Bücher in Deutsch, Vitamin C in hoher Dosis, Vitamin D3. Gibt es diese Filmliste, die wir Ihnen gezeigt haben? Also hier, wir können uns mal die Filmliste zu Vitamin C angucken. Die ist also auch sehr umfangreich. Da haben wir also 60 Videos, wo Sie sich über Vitamin C informieren können. Hier Dr. Andrew Saul, Dr. Thomas Levy, der berühmte Dr. Thomas Levy, der mit dem Farmer Alan Smith aus Neuseeland zu tun hat. Das wird hier beschrieben in diesen 4 Videos einer Konferenz auf den Philippinen. Alles sehr spannend, damit Sie sich selbstständig informieren können. Hier also dann eine Filmliste zu Vitamin K2. Da finden Sie also einige substanzielle Informationen auf Deutsch und vorwiegend auf Englisch anschließend. So, dann haben wir Omega-3, gibt es eine Filmliste, wo Sie sich informieren können. Dann gibt es zu Magnesium, ganz wichtig, also ergänzend zu dem, was die Forschungsgesellschaft, die Magnesiumforschungsgesellschaft erarbeitet hat, können Sie sich hier zusätzlich informieren. So, dann haben wir Alpha-Liponsäure, Pycnogenol, dann haben wir Jodoral, ausführliche Informationen, machen wir heute nicht und so weiter und so weiter. Also hier bei unserer Homepage Bürgertreff Gesundheit Hannover sind Sie gut aufgehoben, wenn Sie sich informieren wollen. Und dann gibt es hier unzählige Zusatzvideolisten, also hier zu Vitamin D, zu Vitamin B zum Beispiel. Da können Sie sich informieren. Dann gibt es zu C wieder vieles, zu D3, K2, Magnesium. Da haben wir hier eine Filmliste zu Vitamin E, B12, Q10, Glutathion, Jod, Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba ist interessanterweise ein interessanter Forschungsansatz gegen Alzheimer. Ich nehme deswegen Alzheimer-Prophylaxe ein. Dann Dr. Schnitzer wieder, dann nochmal die Filmlisten, alles mit Dr. Schnitzer. Das ist, Schnitzer ist für mich einer der... Achso, wir wollten ja nachschauen.
Ob es von, das machen wir jetzt zum Schluss noch, ob es von Dr. Georg Schnitzer noch lieferbare Bücher gibt. Georg heißt er, glaube ich, Schnitzer. Gucken wir mal. Diabetes heilen. Ah, sehen Sie, da gibt es ein Buch auf Deutsch. Diabetes heilen. Dann, aber das scheint es dann auch zu sein. Ah, ne, hier gibt es ein Buch, da sehen Sie, da können Sie dann auf Deutsch, parallel zu der deutschen Übersetzung von Neil Barnard, 14 Tage Fahrplan für beide Kost, vom Schnitzer Intensivkost, Schnitzer Normalkost. Und damit soll es dann auch genug sein. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen. Wenn Sie Diabetisch-Patient sind und wenn Sie wieder erwarten, die Disziplin aufbringen, 3 Monate lang jeden Tag Schnitzer Intensivkost zu machen und jeden Tag die Supplementeprotokolle von Neil Barnard oder von unserem Bürgertreff einzuhalten, dann kann es sein, wird nicht versprochen, aber zumindest in einem Fall haben wir es geschafft. Der Ratsuchende vom September 2021 hat keinen nachweisbaren Diabetes 2 mehr. Das soll Ihr Diabetologe mit seinen Methoden erstmal nachmachen. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.